Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von, ja, von einem, zu einem neuen Video von Medieval Dynasty Co-op-Modus oder einem neuen Teaser-Video von Medieval Dynasty Co-op-Modus. Toplitz hat wieder ein neues Video veröffentlicht. Wir schauen mal rein, ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich habe nur gesehen, dass es da ist. Female-Charakter war ja die letzte Neuerung. Okay. Einmal mit der Schuhschere Haare schneiden. Das heißt, wir werden einen Charakter-Editor kriegen. Wenn ich das jetzt mal so sehe, werden wir einen Charakter-Editor. Da steht es auch, Charakter-Creator. Das ist auch neu. Hat es bisher nicht gegeben. Rasimir hatte immer sein festes Aussehen. Edit nicht möglich. Cool. Guckt euch das an. Oh, mega. Das finde ich gut. Kann man alles Mögliche einstellen. Herrlich. Verschiedene Frisuren, verschiedene Haarfarben, Bärte, Bartfarben. Mega. Eine sehr, sehr positive Erneuerung, finde ich. Mega. Ob es auch noch Friseure geben wird, das ist mal dahingestellt. So, wir können gerade noch mal reingucken. Also, wie gesagt, Female-Charakter war ja die letzte große Ankündigung. Ich finde das toll gemacht mit dem Haare schneiden. Ich vermute mal, dass das im Spiel nicht so sein wird, sondern da wird es halt nur den Charakter-Editor dann geben. Aber tolle Animation, muss ich sagen. Hat was. Wäre natürlich schön, wenn es einen Beruf des Friseurs oder Barbiers in dem Fall ja geben würde, aber da gehe ich mal nicht von aus. Cool. Einfach cool. Ich freue mich riesig. Ja, die unterschiedlichen Gesichtstypen, die unterschiedlichen Nasentypen. Mund, Augenbrauen, Bart, Haarfarbe, Haartyp wird es auch zwei oder drei vermutlich geben. Bartfarben scheint es fünfe oder so zu geben. Einfach toll, mega, mega schön. Ich freue mich riesig auf den Koop-Modus. Eine Ankündigung fehlt jetzt noch. Ich denke, die wird auch wieder ein paar Wochen brauchen, bis die dann kommt. Ja, sonst weiß ich leider auch nichts Neues im Koop-Modus. Es gibt noch keinen offiziellen Termin. Closed Beta läuft meines Wissens noch. Wobei man hört einfach gar nichts darüber, weil die Leute dürfen auch halt auch nichts erzählen, die da mit dran teilnehmen. Ja, sonst ist viel mehr jetzt aus dem Video gar nicht zu erkennen, ne? Neue Gegenstände etc. sind nicht zu sehen. Schere war die Schuhschere, ansonsten sieht man halt das Haus hier im Bild. Das sind ein bisschen andere Gebäude, als wie man kennt, aber das ist halt auch einfach Teaser wahrscheinlich. Ich weiß nicht, inwiefern Kinder wirklich Holz sammeln können demnächst. Weil das ist eindeutig noch ein Kind, das ist kein Jugendlicher. Schauen wir mal, was uns erwartet. Ja, ich sag mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ja, ihr seid genauso gespannt wie ich, was denn die nächste Ankündigung dann sein wird. In diesem Sinne, ich sag danke, lasst gerne einen Daumen nach oben da und tschüss, bis zum nächsten Mal.